Hallihallo, hier ist der Gusua mit einer Real-Folge. 9.7. ist heute am Start und ich habe heute richtig in die Fresse bekommen. Aber so richtig, und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich dachte echt, ey, what the fuck? Weil, guckt euch die Truppen an. Klar, okay, Pekka 3, in Ordnung. Magier 5, okay. Aber Queen 3, King 9, wo du echt sagst, okay, und dann das. Ich muss sagen, da hatte er wirklich ganz ohne Scheiß. Also er hatte auch ein bisschen Luck, aber fair. Fakt ist die Sache, die er hat es verdient. Wie gesagt, ich bin definitiv nicht der, der sagt, oh, warum hat er dann... Er hatte definitiv Glück, aber fertig aus. Genauso wie ich anderen irgendwas abziehe, sollen doch andere genauso mal Glück haben, oder? Also wie seht ihr das? Stopp. Wie seht ihr das? Sagt ihr, oh, hier, scheiße, der hat mich abgezogen, der alte Cheater, der hat doch irgendeinen Mod verwendet oder wie auch immer. Wie seht ihr das? Ich wollte ihn noch angreifen, aber mal gucken, vielleicht hat er dann sogar das Schild weg. So, jetzt gucken wir mal rein, wo man echt sagt, gut, okay. Ich meine, was reißt er? Er reißt hier gar nichts, denkt man am Anfang. Und... dann haut dann Rage rein, gut okay, Packers gehen rein, King ist gleich down, man denkt sich, gut okay, hier, jetzt gehen sie sogar alle schön gesammelt in die Bombe rein, cooles Ding, King ist platt, so, denkt man, gut okay, und hier haben wir meine 10er Mauer, so, Packers gehen auch runter, alles cool, jetzt sind sie durch, in Ordnung, sagt man sich, okay, so. Und dann kommt aber wirklich das, wo ich echt, ganz ehrlich, wo ich nicht so mitgerechnet habe, weil ihr seht selber, jetzt ploppt die vierte Tesla auf. Man denkt sich, gut, okay, komm, jetzt ist das Ding gerissen. Und dann seht ihr gleich, was geht. Zwei Hits. Der erste und es sind 1400 DLX weg. Und der zweite. Und mein komplettes Lager ist down. Wo ich echt gedacht habe, krasser Shit. Ich meine, es hält ja nichts mehr weiter. Danach waren nur noch die Golems. Er hatte einfach nur fucking Glück. Aber wie gesagt, hey, so ist das Spiel. Mal gewinnt der andere, mal verliere ich. Oder man sagt ja im Normalfall, mal verliere ich, mal gewinnt der andere. Und dann hat er sich halt dann noch das Rathaus gesnackt und dann war das Ding auch gegessen. Aber das hätte ich echt nicht gedacht. Und da muss ich wirklich sagen, da hätte mir natürlich eine Mauer ringsherum um mein Lager noch richtig was gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen möchte ich das gerne auch noch ein bisschen umstellen. Ansonsten bin ich mit Mainer Base echt zufrieden. Jetzt gucken wir uns nochmal einen anderen Angriff an, der jetzt gerade losging, der höchstwahrscheinlich wieder verkackt wurde. Da sind sie bis dahin gekommen. Mal gucken, was da so ging. Ich meine, DLX-mäßig ging ja wieder mal nix, wa? So, also... und er hat Healspell, also wollte er garantiert hier wieder eine coole Nummer abziehen. Ist aber Standard, wie es normalerweise halt ist, eben nichts geworden. Bloß wie gesagt, ich bin knallhart, ich kann ja weitermachen. Ich bin halt knallhart der Meinung, man muss halt nicht immer diesen Mega-Macker raushängen lassen und sagen, oh hier, meine Base ist ja, da gewinne ich jeden Angriff mit und wie auch immer. Nein, man kann doch einfach mal sagen, hey... da lief es halt eben in dem Fall mit dem Packer halt nicht so toll. Und ist doch auch in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal. Die Queen ist 20. Aber die kriegt eine richtig gute Packung ab, würde ich sagen. So, da haben wir die Reason Bombe. Bam! Und da habt ihr es auch nochmal kurz gesehen. Die Queen war im Rage. Also sie war gezündet. Sie war unsichtbar. Trotzdem hat sie Schaden bekommen in der Zeit. Also, weil es könnte ja sein, dass einer sagt, oh, naja, wie ist denn das? Ist die dann eben auch verwundbar in der Zeit? Ja, ist sie. Ja, okay, und das ging mal richtig schön daneben. Also, ich meine, das hat sich gar nicht gelohnt für ihn. Und dann passt das einfach. Das ist natürlich eine coole Nummer. Die Expos machen natürlich dann den Rest klar. Da passiert nicht wirklich was. Also, der... hat schön verkackt. Danach war nichts weiter, brauchen wir uns eigentlich nicht geben. Aber egal, gucken wir mal. Also wie gesagt, Ziel wäre halt da wirklich noch so ein bisschen umzubauen. So ein bisschen. Das wäre eine coole Nummer. Auf jeden Fall. Heute ist ja wie gesagt noch Kino angesagt, deswegen nehme ich nicht so viel auf. Schlag mich dafür bitte nicht. Bloß wie gesagt, es ist auch halt wirklich so eine Sache.
wenn man halt eben da heute mal Bock drauf hat auf Kino, dann ist halt Kino angesagt. Und dann gibt es halt weniger Videos. Das möchte ich bitte entschuldigen. Aber so ist das halt. So, jetzt gehen wir mal in den Editor rein. So, da bin ich. Jetzt habe ich mir den ausgedruckt. Und dann wird das alles gelöscht. Also wie gesagt, mit dem D-Alex hat mir mega gefallen. Da kommt man auch wirklich relativ schwierig halt ran. Aber jetzt machen wir das so. Ich will halt das D-Alex komplett schön... Ach komm, ich entferne den, egal. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! Supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling.